Ich glaube, es ist ein total offenes Spiel. Klar, ich denke auch, dass wir sowieso zu Hause eine Situation haben, wo wir so rangehen müssen, dass das allen bewusst ist und dass das auch relativ schnell gesehen wird, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Leverkusen ist ja nicht eine Mannschaft, die in ein Spiel reingehen und ein Spiel nicht von Start weg gewinnen möchte. Also es könnte ein gutes Fußballspiel werden, so von den Voraussetzungen. So eine Niederlage, die nagt natürlich schon. Also eine Situation, wo man sich herangearbeitet hat an Schalke, um ein Spiel um Platz 2 war. Es war ein Derby, es war eine Möglichkeit, einen großen Schritt zu machen. Richtung Champions League Plätze haben wir ganz einfach nicht geschafft. Ne? Und da kannst du nicht sagen, dann gehen wir zur Tagesordnung. Es ist schwieriger. Zeit heilt Wunden. Das heißt, so gefühlt von Tag zu Tag wird die Stimmung dann Gott sei Dank wieder ein bisschen besser, auch mit Blickrichtung hin, dass es eine nächste Möglichkeit gibt.